Es ist Freitag, es ist wieder Zeit für Ihre Wunschanalysen. Wir schauen uns Ihre Fragen vom 17. Januar an, also die Fragen, die Sie unter dem Tagesvideo 17. Januar gestellt haben. Und mein Name ist Mario Steinrücken. Wir starten mit den Charts. Zur Rose, gehandelt in der Schweiz. Die Aktie hat den Aufwärtstrend beendet, ist unter dieses Unterstützungsniveau bzw. unter die Seitwärtsbewegung, die hier in den letzten Monaten gebildet wurde, dynamisch nach unten ausgebrochen. Kurzfristig sind wir etwas zu tief gefallen, beziehungsweise, na, das geht natürlich nicht zu tief gefallen, denn der Markt hat ja immer recht, aber wir sind jetzt doch deutlich überverkauft, zumindest kurzfristig überverkauft. Wir haben das Unterstützungsniveau hier im Bereich 200 bis 220 Schweizer Franken unterschritten. Und was ich mir, das ist erstmal noch ein weiteres Zeichen der Schwäche, was ich mir für die zu Rose aufgrund der überverkauften Situation aktuell sehr gut vorstellen kann, ist oder sind so leicht tiefere Tiefs in den nächsten Wochen. Und darauf müssen wir achten. So Schatten unten zum Beispiel wären ein Zeichen dafür, dass wir hier wieder einen Anstieg sehen werden. Tendenziell vielleicht sogar wieder in Richtung 300. SMA Solar. Ja, SMA Solar kurzfristig von 50 jetzt auf 32 kurzfristig überverkauft. Markantes Unterstützungsniveau bei 30. Und hier mal drauf achten, hier kann ich mir auch wieder eine Gegenbewegung vorstellen. Gegenbewegung heißt nicht auf Kurse im Bereich 50 zu spekulieren, sondern einfach nur auf eine technische Reaktion. Kursziele so im Bereich 40 sind da durchaus möglich. Aber wenn man das mal rein prozentual betrachtet, kann man mit so einem Trade schon ja die DAX-Performance 2022 wahrscheinlich schlagen. Goldman Sachs als nächstes und auch hier ist der Trend zu Ende. Aufwärtsbewegung ist zu Ende, ist abgekippt. Ich erwarte bei Goldman eher eine Seitwärtsbewegung. Schaut euch mal die Fundamentaldaten an. Ich glaube, so richtig teuer ist die Goldman Sachs nicht bewertet. Kann da aber nicht großartig was zu sagen. Aus technischer Sicht, wie gesagt, Aufwärtstrend ist erstmal vorbei. 310 bis 320 halte ich für sehr, sehr spannendes Niveau. Und hier kann ich mir vorstellen, dass wir dann in 2022 uns zwischen 310 und 410 US-Dollar aufhalten werden. Meine Analysen, die ich hier präsentiere, sind quick and dirty, schnelle Analysen, die eine grobe Richtung vorgeben, die oftmals auch ganz gut eintrifft, aber es handelt sich dabei immer um Risikogeschäft. Das bitte niemals außer Acht lassen. Guckt euch die Cashkursakademie an. Da könnt ihr noch deutlich, deutlich mehr zum Thema Charttechnik, technisches Trading erfahren. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende.